Guten Morgen. Sehe ich ein bisschen müde aus. Nun, wir starten die neue Woche mit der Episode Wandern mit Franzi, die wir letzte Woche nicht mehr geschafft haben. Ich will heute auf die sieben Schwestern, beziehungsweise auf die zwei nördlichsten, den Botenkrona und Grüftpfoten, glaube ich. Ja, Dana und Mango liegen im Bett, das ist 6 Uhr morgens. Eigentlich wollte ich schon vor 2 Stunden los, aber ich brauchte Schlaf. Ja, ich werde mich jetzt mal versuchen. Jetzt ist nicht so viel los, beziehungsweise halt gar nichts. Und es geht über 1000 Meter. Die dürfen gespannt sein, ob ich das schaffe. Heart starts beating out my chest. Breath strains in and out. Fought this feeling long enough. Can't escape you now. Just a word, just a glimpse. I'm a soul in eclipse, overtaking. My defense is for you, the altar call for my savior. So, zum ersten Abzweig habe ich es geschafft. Es waren nicht so weit. Auf jeden Fall trennt sich jetzt hier der Weg zu den zwei Spitzen. Und es gibt einen Rundweg, das ist der Rommingkruten. Und den versuche ich zu laufen. Ich werde jetzt noch schnell einen Schokoriegel essen, weil ich hatte noch nichts zum Frühstück und werde ein bisschen Zucker brauchen, glaube ich. Und dann gehe ich das Ganze mal an. Ach so, der Hut ist einfach, damit ich keine Mütze aufhaben muss und ein bisschen Sonnenschutz habe. So Indiana Jones mäßig. Da unten steht Dana. Sieht aus, als würde sie immer noch schlafen. Ich gönn's ihr so sehr. So, ich bin jetzt auf die GoPro gewechselt. Also nicht wundern, wenn die Qualität jetzt ein bisschen eine andere ist. Aber ich will das gern mit dem Teleobjektiv nutzen, um ein paar schöne Fotos zu machen. Also schön in meinen Rahmen der Möglichkeiten, bin ja keine Fotografin. Genau. Und damit ich nicht ständig wechseln muss, das war nämlich letztes Mal ultra anstrengend. Ja, so und jetzt laufe ich los und quatsch nicht mehr so viel. Hab noch ein bisschen was vor mir. Ich glaube, so 6 Stunden soll das Ganze dauern. Oh. Guck, 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 ruft's aus dem Wald. Lasset uns singen, tanzen und springen. Frühling, Frühling, bald ist es soweit. War das richtig? So high that you take my breath away. Get a little closer every step I take. My time, my money, my ease. Take it all from me till it ain't nothing left, okay. I got a brand new feeling. Take me up, need a brand new ceiling. Said you can't do, but man, you did it. Trying to live without you. Like now you tripping. I love just how you come put it down. Come make heaven open up. I was lost, but now I'm found. Right here deep inside your love. Know you move on your own time. Just don't make me wait too much. Cause on the ground I get tired. Come reach out to me, take me higher, yeah. Ja, ich bin jetzt an einem Fluss angekommen, würde ich sagen. Wasserfall. Der geht über die ganze Breite. Jetzt muss ich mal rausfinden, wo ich lang muss. Na, wahrscheinlich irgendwie da durch.
gehe ich eine Runde baden. Würde nicht schaden. Boah. Takeshis Castle. Nur einen wackeligen Stein und den habe ich überwunden. Es wird gleich lustig. Vielleicht packe ich die Kamera lieber mal in den Rucksack. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier geht's lang. Naja, versuchen wir's. Arschgeile Nummer. Brauche ich das überhaupt? Oh man. Wenn keiner weiß, wie das da oben befestigt ist. Glaubt mir kein Mensch, ey. Noch niemanden geschadet. Uff. Ich hoffe, das war das letzte Mal. Warum seht ihr mich besser? Heieiei. Alles nur durch so einen Haken gesichert hier. Hey. Ah ja. Das sind bestimmt nur noch 800 Höhenmeter.
So, ich bin jetzt auf 460 Meter. Ich sehe da hinten schon schneebedeckte Berge. Ich sehe Vega, ich sehe diese andere Insel. Hamneue war es nicht, weiß ich jetzt nicht. Ich sehe Dana da unten stehen tatsächlich. Allerdings nur noch als kleinen grünen Punkt. Ich sehe den Gipfel. Das war es der zweite. Der andere, den sieht man nicht. Weil ich hier nur noch am Klettern bin, kann ich so schlecht filmen. Verzeiht mir das bitte, aber vielleicht stört euch das ja sogar gar nicht. Damit es ein bisschen sicherer wird, packe ich jetzt Kamera und GoPro weg. Und filme erst wieder, wenn ich oben angekommen bin. Außer es ist so wunderschön, dass ich noch eine Pause einlegen muss. Dana hat schon gesagt, es kommen gleich zwei Norweger hinterher. Ja, mal schauen, wann die mich einholen, ob sie mich einholen, ob sie überhaupt hier langlaufen. Genau. Aussicht ist mega schön, aber ich kann es noch nicht so richtig genießen. Es ist wirklich anstrengend. Es geht jetzt gerade nur noch steil bergauf. Es ist reines Klettern. Deswegen, ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt bei dem Wind. Genau, deswegen sehen wir uns oben wieder. Bis dann. Auf 950 Metern und ich sehe einfach dieses Teil da vor mir und frage mich, wie ich da hochkommen soll. Hier ist überall noch Schnee. Und die Sonne steht hoch und man hat immer Schiss, irgendwie da ins Nirgendwo zu verschwinden. Aber zurück will ich halt irgendwie auch nicht, weil das ist nicht besser. Ich sehe die zwei, da sind zwei Norweger, die sind mir hinterher. Die haben mich vorhin überholt, so bei 700 Metern oder so. Und ich sehe die einfach schon wieder da klettern und denke mir, oh nein, da muss ich auch noch hoch. Oh Gott. Vor allem da hoch ist das eine, dann muss man ja auch wieder runter und dann irgendwie vielleicht darüber. Ich frage mich halt, ob es besser wird. Ich bin nicht mehr da oben, ich habe es nicht geschafft, ich habe es auch nicht versucht. Ich wollte die Drohne steigen lassen, oder habe sie steigen lassen, und der Wind war so stark, dass es unsere Drohne leider irgendwo hier die Klippe scheinbar runtergeworfen hat. Ich kann sie leider nicht mehr finden, bin jetzt extra hier, keine Ahnung, 400 Meter vom Weg ab, um zu schauen, aber keine Chance. Oh, ist das bitter, ey. Zum Glück hatten wir alle anderen Videos schon runtergezogen, aber die von heute sind damit futsch. Und ja, so schnell gibt es dann wahrscheinlich auch keine mehr. Auch wenn Dana direkt schon mal geschaut hat, was es hier so für Drohnen gibt. Ja, ich versuche jetzt erstmal meinen Weg zurück zum Hauptweg zu finden und dann steige ich wieder runter. Das ist mir zu heikel. Das Wetter ist so unangenehm. Der Schnee, durch den Schnee zu laufen, das ist nichts für mich. Ja, ich gehe wieder runter. Wenn ich unten angekommen bin, melde ich mich nochmal. Ciao. Sie ist wieder da. Ich bin wieder da. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das war, hier runter zu laufen. Es war ja schon anstrengend hoch. Aber runter ist einfach, ich kann das nicht mehr mit meinen Knien. Ich konnte das noch nie wahrscheinlich mit meinen Knien. Deswegen habe ich auch keinen Leistungssport gemacht. Nee, war die Hölle. Sowohl hoch als auch runter und Drohne verlieren und alles. Und ich bin immer noch genervt und enttäuscht und... Wir gehen jetzt auf einen Campingplatz, in eine Hütte, mit einer Dusche.
Und dann ist morgen ein neuer Tag. Und der wird hoffentlich besser. So. Das war Wandern mit Franzi. Ich habe es wieder nicht bis an den Gipfel geschafft. Das war's jetzt erstmal. Ich habe keinen Bock mehr. Ciao. Nächstes Mal suche ich hier eine Wanderung aus, dann wird es nicht gleich so übertrieben. Wir kriegen das wieder hin. Alles wird gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wir haben jetzt schon Dienstag. Wann war ich wandern? Am Samstag. Wandern. 3 Nächte hat es gebraucht, bis sie den Kummer über die verlorene Drohne überstanden hat, bis wir den Muskelkater ausprobiert haben und den Regen ausgesessen haben. Nein, nein, ja. Jetzt geht's weiter. Ja, endlich geht's weiter und wir hoffen, dass wir endlich in das Sommergebiet kommen. Wir haben schon gehört, in Sauda sind 29 Grad und hier sind einfach gefühlt 3. Ungefähr 17. Ja, gefühlt 3. Aber ich saß jetzt auch lange in der kalten Hütte, weil ich gelüftet habe. Ja, mein Trauer ist nicht ganz weg, deswegen werden wir zusehen, dass wir das bald geklärt bekommen und uns was Neues holen. Ja, in den paar Tagen ist jetzt nicht viel passiert, außer dass sich Mango am Fuß verletzt hat, beziehungsweise sie hat da so eine Warze oder so. Die hat sie schon seit wir sie haben. Und die blutet auf einmal und deswegen war dann heute Morgen, während ich die Hütte geputzt habe, beim Tierarzt. Ist erstmal nicht weiter schlimm, wir werden es beobachten. Sie hat jetzt eine schicke orangene Socke. Ja, total niedlich. Sie wird es hassen. Genau. Wir hoffen, dass sie die einfach trägt und dann sich das alles von selber erstmal wieder ein bisschen heilt und alles gut wird. Ja. Und jetzt fahren wir Richtung Süden in die Sonne. So, zack, fertig, aus. Los geht's. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to see. Wir sind hier übrigens die ganze Zeit auf der FV17 unterwegs, eine von, ich glaube, 18 norwegischen Landschaftsrouten. Und ja, so als Küstenstraße halt besonders schön und ganz gut ausgebaut. Ist auch wirklich richtig schön, jetzt hier so bei Sonne lang zu fahren. Also können wir euch auch nur nahelegen, die Straße zu nehmen statt der E6, die so ein bisschen mehr im Inland lang geht und halt ein bisschen schneller ist. Genau, insgesamt braucht man 6 Fähren, um die ganze Strecke zu fahren. Wir haben jetzt noch genau eine vor uns. Die verpassen wir wahrscheinlich um genau 2 Minuten. Aber wir lassen uns nicht stressen, sondern genießen weiterhin den Ausblick. Ohne See.
Also ich auf jeden Fall. Ich glaube, so gut habe ich schon seit bestimmt einer Woche nicht geschlafen. Selbst in einem richtigen Bett. Es war ausreichend warm, teilweise sogar zu warm. Und ja, das eigene Zuhause, ne, da schläft man am besten. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach... Stinktier. Danke. Ich nenne es immer liebevoll Stinktier, weil ich es nicht aussprechen kann. Dort werden wir mal schauen, ob wir unsere technische Ausrüstung wieder aufstocken können. Und werden noch andere Traditionen, die wir in jedem Land haben, pflegen. Und die wichtigste Reiseregel bei kleiner Trabi, in jedem Land geht es einmal zu McDonald's. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Wir machen es trotzdem. Traditionen sind Traditionen. Genau, da freuen wir uns tatsächlich irgendwie schon sehr drauf, auch wenn ich gerade satt bin vom Frühstück. Und ich laber schon wieder. Was ich eigentlich sagen wollte, wir sind noch am Hin und Her überlegen, ob wir diesmal die Inlandsroute nehmen nach Sauda, beziehungsweise zu unserem Lieblingsstellplatz, oder ob wir wieder an der Küste langfahren. Da kennen wir eigentlich schon alles. Deswegen, wir wissen aber auch, dass es echt schön ist und wir haben echt schöne Stellplätze dort schon gehabt und sind ein bisschen hin und her gerissen. Noch dazu soll gerade ein Unwetter über Norwegen ziehen, wenn wir ins Inland abbiegen. Weiß nicht, ob ich da irgendwo in den Bergen verschollen sein will. Wir werden das mal noch ein bisschen beobachten und ein bisschen überlegen und Co und Contra. Co. Und Co und Contra. Anders. Oh. Pro- und Contra-Listen schreiben. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Und sie wird so oder so gut sein. So ist es. Genug gelabert, jetzt geht's los. Ja! Na, was haben wir denn da? Vielleicht eine neue Drohne. Mal schauen, wie das geht. Da unsere alte Drohne nicht ganz umsonst war, können wir jetzt noch die übrig gebliebenen Akkus, einer fehlt natürlich, nutzen, um die der neuen Drohne zu laden. Wie ihr seht, die wird viel, viel länger durchhalten. Also ich freue mich schon riesig drauf, die mal auszuprobieren. Wir sind hier heute in Røros. Das ist eine der ältesten Städte Norwegens, bekannt für ihren Kupferabbau. Ich glaube 1644 fing man an, nach den ersten Kupferentdeckungen hier Bergbau zu betreiben. Man hat hier sehr viel aus dem 18. und 19. Jahrhundert erhalten und es ist deswegen auch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Es ist wirklich eine süße Stadt, muss man sagen.
mir gibt es einen ganz normalen Burger, aber Franzi hat einen Rentierburger. Mal schauen, ob der schmeckt. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, das war's jetzt mit Röros. Ist wirklich ein süßes, altes Städtchen, muss man sagen. Und noch ein Fazit zu meinem Rentierburger. Der war sehr lecker. Also wir hatten schon mal Rentierwurst, also Rentiersalami oder sowas. Die hat echt überhaupt gar nicht geschmeckt, aber der Burger, der war eigentlich wie so ein Rindfleischburger. Vielleicht sagen die auch nur aus Rentier und eigentlich ist Rindfleisch. Ja, genau, das ist jetzt eigentlich auch so ein bisschen unser Schlusswort für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, dann verpasst ihr es auch nicht, wenn von uns das neue Video rauskommt. Bis dahin. Und nächste Woche wird es hoffentlich wild. Und zwar nicht auf dem Teller. Jetzt bin ich selber gespannt. Also, nächste Woche einschalten. Bis dahin. Ciao.